geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Meine Direktion Bau und Liegenschaften ist die größte Verwaltungseinheit der Stadt Thun mit rund 320 Mitarbeitern in den Abteilungen Hoch- und Tiefbau. Der Bereich Abfallentsorgung mit rund 25 Mitarbeitenden und Lehrlingen Fachrichtung Straßentransportfachmann arbeitet nach dem Grundsatz Abfälle vermeiden, vermindern und verwerten. Wir führen die Fraktionen Hauskehricht, Grüngut, Papier und den verschiedenen Außenquartieren in den Schulgemeinden Goldiwil, ebenso in den politischen Gemeinden Heiligenschwendi und Schwendibach. Die vergleichsweise hohe Dichte von Bereitstellungsplätzen in der Inner- und Altstadt führt zu einem intensiven Stop-and-Go-Verkehr unseres Kehrichtfahrzeugs. Genau dafür eignet sich ein E-LKW hervorragend. Partner der Stadt Thun in der Beschaffung dieses ersten Elektro-Großfahrzeugs sind die Energie Thun AG als unser lokales Versorgungsunternehmen und die AWAG als regionales Entsorgungsunternehmen und lokal größter Stromproduzent. Indem die AWAG den mit dem E-LKW gesammelten Kehricht vertrennt und verstromt, die Energie Thun diesen Ökostrom in ihrem Netz verteilt und wir unser Elektrofahrzeug mit diesem Strom laden, schließt sich der Kreislauf auf eine überzeugende Art und Weise. Thank you.